Museorte sind Rückzugsräume. Eine Parkanlage wie der Alte Friedhof in Freiburg etwa kann Museerfahrung möglich machen. Die Museforscherin Elisabeth Choré hat auf dem Alten Friedhof ein Beispiel par excellence gefunden. Ich denke, dieses Denkmal ist nicht nur das berühmteste Denkmal auf dem Alten Friedhof, sondern es ist wahrscheinlich auch das Denkmal, das am meisten aufgesucht wird. Wir haben hier das Motiv des Lesens. Das heißt, eine Museform, die gewissermaßen ein Flanieren, eine selbstbestimmte, freie Tätigkeit in imaginären Räumen ermöglicht. Die Unabhängigkeit von einer Leistungserwartung, das selbstbestimmte Verfügen über die Zeit ist ein ganz wesentliches Merkmal von Muse. Selbstbestimmt über Zeit verfügen kann man während der Freizeit, aber nicht ausschließlich. Der Museforscher Gregor Dobler hat in Namibia Menschen getroffen, die in der Arbeit Räume der Muse gefunden haben. Ein Faktor, der ganz entscheidend ist für die Frage, wie wird Arbeit erlebt, ist der Rhythmus der Arbeit. Junge Frauen müssen die sehr schwere Arbeit des Hirsestampfens verrichten. Sie stehen an einem Mörser und müssen die Hirsekörner zu Mehl verarbeiten. Das ist sehr anstrengend, das braucht den ganzen Körper, das braucht großen körperlichen Einsatz. Und sie machen das aber in einem Rhythmus, der dafür sorgt, dass die Arbeit zu einer Art Spiel wird. Das heißt nicht, dass es rein spielerisch ist, dass es egal ist, was rauskommt. Das bleibt schwere Arbeit. Aber der Charakter der Arbeit für diejenigen, die arbeiten, verändert sich durch den Rhythmus. Und wenn sie die Möglichkeit haben, diesen Rhythmus frei zu wählen, ist es viel einfacher, die Arbeit als eigene, selbstbestimmte Tätigkeit wahrzunehmen. Das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel mit dem Mörser. Aber wenn man genauer hinsieht, stellt man in vielen Arbeiten fest, dass es solche Rhythmen gibt. Und die gibt es in Namibia genauso wie bei uns. Und die Frage, auf welche Art und Weise wir unseren eigenen Arbeitsrhythmus finden können, ist ganz entscheidend für das Erlebnis der Arbeit. Auch wenn Arbeit als Müßiggang und Freizeit als Zeit der Muse lange zu Gegensätzen hochstilisiert wurden, im Freiburger Sonderforschungsbereich Muse kann Peter Philipp Riedl die Existenz dieser Gegensätze nicht bestätigen. Nein, ganz dezidiert nein. Wir verstehen Arbeit und Muse nicht als Gegensätze, sondern als ein komplementäres Verhältnis, auch mit einer großen Komplexität. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Man kann Arbeit in selbstbestimmter Weise so ausüben, dass das eher mit dem zu tun hat, was wir unter Muse verstehen. Im Gegenzug, denken Sie nur an das Stichwort Freizeitstress. Sind viele Freizeitsformen, Freizeitaktivitäten eher eben mit stressiger Arbeit in Verbindung zu bringen und haben mit Muse wenig zu tun. 6 Fakultäten sind am Sonderforschungsbereich Muse beteiligt. Begonnen hat man mit einer kontemplationsorientierten Deutung der Muse in der antiken Tradition. In Zukunft geht es eher darum, Erfahrungen von Muse jenseits dieses klassisch westlichen Musebegriffs offener zu verstehen. Situationen und Verläufe werden in Betracht gezogen, die so sicherlich noch nie im Visier der Wissenschaft waren. Wir haben ein Teilprojekt aus der Psychologie, wo es um das Warten geht. Warten ist ja zunächst einmal ein Phänomen, das mit Unruhe eher in Verbindung gebracht wird. Aber in dieser Wartezeit können tatsächlich Momente eintreten, die durchaus etwas mit Muse zu tun haben können. Ziel der Museforschung ist es, ihren Teil zur gesellschaftspolitischen Debatte beizutragen. Es geht darum, Freiräume der Muse erkennen zu lernen und diese auch zu nutzen.